1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch ganz herzlich, die 1 Live-Hörer, und ich begrüße ganz herzlich die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen wird heute erst relativ spät zuschalten, nämlich ungefähr um 1.20 Uhr. Wir sind aber hier und wir sind unter uns, und das heißt, es kann losgehen, wie immer mittwochs, mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, ihr kennt das ja schon, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Dieter, und Dieter ist 62 Jahre alt. Guten Morgen, Dieter. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du mich an? Ich höre mal deine Sendung jeden Abend. Ja. Gut, es geht um Folgendes. Ja. Ich bin jetzt in der totalen Klemme. Ja. Ich lernte vor 5 Monaten durch Zufall eine 17-Jährige kennen, Gymnasiastin. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit ein totales Verhältnis entwickelt, das sich immer wieder unterbrach wegen des Altersunterschieds. Was für ein Verhältnis? Ein? Ja, totales, totale ein, Beziehung. Mit ein totales Jahren. Verhältnis. Ja. Ich habe es nicht verstanden, richtig. Also ja. eine Beziehung, eine wirkliche Affäre. Eine Beziehung, ja. Mit allem Drum und Dran, mit Sex. Mit allem Drum und Dran. Du hast gerade gesagt, du hast sie zufällig kennengelernt. Wo hast du sie zufällig kennengelernt? Sie war praktisch im Monde gegenüber, mit einem jungen Mann zusammen. Die haben sich getrennt. Ja. Und sie hat mich damals dann, man grüßte sich ja immer, dann um Rat gefragt, ja, und hat dann auch daraufhin angespielt, dass man doch zusammenkommen könnte. Dann habe ich ihr gesagt, wegen Alter sehe ich da keine Chance. Stopp mal eben. Es ist eine Nachbarin von dir. War sie. War sie. Jetzt wohnt sie im Moment bei ihren Eltern. Die wollten dann auch, dass wir zusammen eine Wohnung nehmen. Wer, die Eltern wollten, dass ihr zusammen eine Wohnung? Ja, ja, sie hat denen ja auch erzählt, also dass sie das als fest betrachtet. Ach, und die Eltern, die sind ja vielleicht gerade mal 40 oder so, Anfang 40. Ja. Die 45 haben, ist die Mutter. Und die Eltern haben gleich gesagt, okay, dann zieh du also mit. Nach 4 Wochen, nachdem das ja rauskam. Das war ungewöhnlich, ne? Ja, das hat mich ja auch gewundert. Aber mit den Eltern eigentlich auch ein gutes Verhältnis. Ich habe sie dann aber immer wieder auf Deutsch gesagt, rausgeschmissen, also das Mädchen, habe gesagt, du Mädel, es hat doch keinen Wert, für dich nicht, für mich nicht. Ja, jetzt muss ich nochmal fragen, habe ich gerade akustisch nicht richtig verstanden. Wer hat das zum ersten Mal so ins Spiel gebracht, wir könnten ja auch zusammen sein, sie oder? Sie oder selbst. Sie selbst? Ja. Ich habe das erst als normale Bekanntschaft, sie hat mich um Rat gefragt, als ihre Beziehung in die Brüche ging. Warum hat sie dich, ich meine, das ist ja auch schon eine intime Situation, warum hat sie gerade dich um Rat gefragt? Ja, man hat sich immer gegrüßt, dann kam sie rüber, sie hat dann auch gesagt, sie hat schon länger ein Auge gehabt. Ach, das hat sie gleich gesagt. Das hat sie dann so nach dem zweiten Mal rausgegeben. Ist ja keck, ne, für eine 17-Jährige. Ja, ehrlich, also. Auf einen 62-Jährigen. Sie sieht sehr gut aus, also man kann nicht sagen, also wirklich. Ja. Schaut toll aus, also ich vermute Vaterkomplex. Ja. Dann habe ich immer wieder die Sache beendet. Aber du hast sie auch immer wieder angefangen, die Sache. Ne? Du hast sie aber auch immer wieder angefangen. Ja, nachdem sie immer wieder kam und da geheult hat und. Ja. Gut. So, und nun sind dann war vor 5 Wochen ist es her. Ja. Totaler Schluss. Ja. Da hat sie dann auch gesagt, sie sucht sich jetzt auch einen Freund. Dann habe ich gesagt, Mädel, das ist das Beste, was du machen kannst, such was in deinem Alter. Ja. Ich setze eine Annonce hier in so wie Such und Find. Ja. Wie für sie oder für dich? Für mich. Für dich. Und lernte dann eine 38-Jährige kennen, eine Slowakin, die mir so nach und nach jetzt gestanden hat. Erst hat sie von 2 Kindern gesprochen, jetzt hat sie 4. Okay, anderes Thema. Gut. Und zu ihr fahre ich auch am Freitag wieder. Ich habe dann Julia ein paar Mal auf der Straße getroffen. Ja. Dann hat sie gesagt, ich habe ihr auch gesagt von der Annonce danach. Habe ich gesagt, du, ich schalte eine Annonce, ich suche mir auch was. Weil hier in der Gegend ist nichts Passendes. Und habe ich gesagt, oder meldet sich da was. Da hat sie mich da auch mal gefragt, hat sich da was ergeben? Sag, ja, hat sich was total Festes ergeben, was ja auch stimmt. Und sag ich, du, wir wollen da auch mal mit der Zeit heiraten, sag ich, die Frau hat
4 Kinder. Ja, du gehst aber ran. Gerade mal eben kennengelernt und dann wollt ihr schon heiraten. Lange Rede. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein 17-jähriges Mädel. Wie du es jetzt darstellst, ist sie sehr daran interessiert, mit dir richtig eine Beziehung weiterzuführen. Habe ich das richtig verstanden? Aber heiraten haben wir vorher nicht gesprungen. Jetzt kommt der Hammer. Nachdem ich gesagt habe, die andere, wir wollen dann auch mal heiraten. Ja. Jetzt will sie auf einmal auch heiraten. Ja. Unbedingt. So. Rennt mir wieder Tür und Tor ein, hat auch am Telefon, ich hab ihr nichts verheimlicht. Mhm. War sie mal da, hat die andere angerufen, habe ich gesagt, ja mein Schatz, und alles, also total liebes Gespräch. Ein paar Mal habe ich gesagt, siehst du, Jule, das ist was Festes. Was macht Jule? Jule ist die Junge? Ja. Ja. Geht natürlich wieder drauf hin auf Ding und will sich voll dazwischen stellen. Ja, pass mal jetzt auf. Will ich habe keiner wehtun, was soll ich machen? Also, Dieter, ich bin ja immer sehr, sehr offen in ja, Sachen. Ist ja auch richtig. Nee, du weißt, in Sachen Altersunterschied in der Liebe. Ja. Aber ich finde, auch das hat irgendwo seine Grenzen. Ich finde ein. Der Autos war ja auch immer der Grund, warum. Finde ich auch. Ja, lass mich mal. Ich finde, ein 62-jähriger Mensch mit einem 17-jährigen Mensch, das finde ich nach meinem Geschmack, ist ein zu großer Altersunterschied. Da liegen nicht nur Welten, da liegen Universen dazwischen. Da ist gerade jemand aus der Pubertät oder noch in der Pubertät und auf der anderen Seite ist jemand, der sehr erfahren und sehr reif ist. Ich finde, dass du als der Erfahrene und die starke Persönlichkeit, dass es an dir liegt, einen klaren Strich zu ziehen. Ich meine, es war für dich wahrscheinlich sehr verlockend und reizvoll und sehr schmeichelhaft, dass ein so junges Mädchen sich in dich verknallt hat. Domian, ich wäre sehr froh, wenn sie jedes Mal den Schluss machen dann angenommen hätte. Ja, aber es liegt doch mal. Du gehst ja wieder los und ich habe mir auch gesagt, sag, schau mal, du willst doch mal Kinder haben. Ja. Sag, was ist, wenn wir heute Kinder haben? Sag, wenn ich das Kind leidet doch schon. Das sei erstmals nicht mehr viel von seinem Vater. 1000 Argumente gibt es. Bist du denn jemand, der schon immer eher auf jüngere Frauen gestanden hat? Ja gut, meine Ex, ich war 4-mal verheiratet durch meinen Job. Ich war selbstständig als Transportunternehmer tätig. Ich will auch wieder anfangen, also die Autos. Wie viel jünger waren die denn? So 20, 30 Jahre zuletzt. Okay, 30 Jahre ist auch noch krass, aber also die neue, die du da... Die sich ist da 24 Jahre jünger. Ja, okay, da würde ich mal sagen... Wir akzeptieren, wir sehen uns einmal. Absolut, würde ich auch sagen, komm... Für die Kinder, da ist Papa rauf, Papa runter, ich fahre jetzt am Freitag auf ihn. So, jetzt ist es dein Ding. Du bist ein erfahrener Kerl, ich sag das nochmal. Wenn du sagst nein... Ich will es nicht und es geht nicht mit uns beiden. Dann ist das auch nein. Dann kann sie das nicht, auch wenn sie es nicht will, umstoßen. Dann wird sie vielleicht, je nachdem, wie das bei ihr begründet ist, eine Weile unter Liebeskummer leiden. Aber irgendwann wird sie dir recht geben und sagen, gut, dass du damals so gehandelt hast. Siehst du, Domian, und der gleichen Meinung bin ich auch, weil ich heute sage, ich versage auch dem Mädchen. Sie hat da sogar einen Vertrag vorgeschrieben, dass sie mich sogar pflegen würde. Sag, Mädel, kannst du dir vorstellen, mir kann heute mal irgendwas sein, ich habe so ein paar arbeitsunfähige Knochenschäden, die man zwar nicht sieht, bekomme auch demnächst Unfallrente. Ja. Ist ja auch nicht so, dass ich Mordsgeld habe. Nach dem verletzten Geld, nach dem letzten Unfall, lebe ich im Moment von Hartz IV, kriege ich aber jetzt eine Rentennachzahlung. Also wir sind, da weiß sie aber nicht. Wir sind uns völlig einig, wir beiden. Ja, hör ich jetzt. Ich wollte von dir eigentlich die bestätigen, dass ich da auch richtig handle. Ja, ich gehe nicht auf abrupten Bruch. Ich mache ja auch dem Mädel das Leben kaputt. Ja, genau. Also klare Ansage von mir, nach meinem Geschmack, nach meiner Auffassung nach, solltest du das sofort und definitiv und radikal unterbinden. So, ja, das ist meine Meinung. Ich auch mit der anderen wunderbar verstehe. Ich meine, ich komme mit bis zu 30er, also das ist komisch, Domian, die Ehen ging immer wieder eigentlich durch mein Verschulden in die Brücke. Ich habe lang unterwegs als Fernfahrer, ich will da mich nicht beschönigen. Dieter, ich habe dir jetzt klar meine Meinung gesagt. Und der gleiche Meinung bin ich auch, ich wollte eigentlich von dir bestätigt haben. So. Weil ich habe nicht das Recht, dem Mädel das Leben kaputt zu machen. Also meine Meinung ist klar. Ich hoffe, dass du dich gut und in diesem Sinne entscheidest. Ich wollte nur von dir weiter auf den Dritter wirklich und du hast gute Erfahrung. Ich wollte eigentlich nur die Bestätigung. Ich wünsche alles Gute, Dieter. Ne? Ich dir auch. Deine Sendung ist echt klasse und mach so weiter. Danke, sehr nett von dir. Jede Nacht an. Dankeschön, Dieter. Tschüss. Tschüss. Also 62 und 17, ne? Ist doch zu viel. Also ist zu viel. Das ist eigentlich meine Auffassung. Nicht eigentlich, das ist meine Auffassung. Und das würde mir auch widerstreben, so eine Verbindung
zu haben, allemal und dann auch zu sehen. So, hier ist die Gerrit, 17. Guten Morgen. Hi Domian, guten Morgen. Ist das ein Mann? Ja. Ist Gerrit ist das eine Abkürzung oder ein richtiger Vorname? Nee, ist ein richtiger Name, aus Holland kommt der. Der ist aber hauptsächlich männlicher Vorname. Also, nicht die Gerrit, sondern der Gerrit. Ja, erstmal möchte ich dir sagen, dass ich deine Sendung wirklich fast jede Nacht gucke und finde ich echt klasse und es kommt wirklich sehr authentisch rüber. Also, super, freut mich, dass du es sagst. Vorab, bevor wir zu deinem Thema kommen, könntest du dir vorstellen, mit einer 62-jährigen Frau zusammen zu sein? Also allein der Gedanke daran erschreckt mich schon irgendwie, könnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Okay. Ja. Gerrit, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eher nicht so erfreulich und zwar geht es um starke Zwangskrankheit. Oh weia, leidest du daran? Nein, und zwar leide ich selber nicht darunter, sondern ein sehr guter Freund von mir. Ja, erklär mal die Krankheit. Was genau hat er? Und zwar kenne ich diesen Freund, der ist genauso alt wie ich, der ist auch 17. Ja. Den kenne ich bereits seit der Grundschulzeit. Ja. Und wir verstehen uns also wirklich gut und treffen uns auch öfter und machen was zusammen. Und der ist. Würdest du sagen, dass es dein bester Freund ist? Kann man mit zu den Besten. Mit zu den Besten, okay, also ein enges Verhältnis. Sehr enges Verhältnis. Ja. Und der. Das ist mir so mit der Zeit aufgefallen, das kam eher schleichend. So vor ungefähr 2 Jahren ist mir aufgefallen, dass der immer mal zu spät kam, wenn wir uns verabredet haben. Dann waren das mal 10, 15 Minuten oder so. Mhm. Aber wenn wir mal irgendwie was unternehmen wollten, irgendwie Bahn kriegen wollten, dann wurde das auch mal zum Problem. Ja. Und dann hat er immer gesagt, ja, tut mir leid und so. Und bis er dann hinterher mal gesagt hat, woran das denn liegt. Und da sagte er, dass er selber das auch gar nicht böse meint, sondern dass er so unter Zwängen, durch Zwänge gefangen ist, dass er selber gar nicht mehr Zeiten einhalten kann. Was sind das für Zwänge, die ihn aufhalten? Das sind hauptsächlich Kontrollzwänge. Das heißt, er rennt ein paar Mal durch sein Zimmer und guckt, ob alles ausgeschaltet ist, ob das Fenster zu ist. Genau, zum Beispiel, also er schaut mehrmals hintereinander, ob wirklich der Griff vom Fenster zu ist. Ja. Er schaut, er geht nicht die Treppe runter, bevor er nicht jeden Lichtschalter im Raum 3-mal angetippt hat. Ja. Und er hat sich da wirklich schon so eine eigene Welt und so eigene Strukturen aufgebaut. Ist teilweise richtig gruselig, wenn man das sieht. Hast du noch ein paar Beispiele, was er tut? Ja, dann gehören da nicht nur solche Zwänge dazu, sondern auch Waschzwänge. Ah ja. Das hat sich jetzt mittlerweile in der letzten Zeit immer mehr gesteigert. Das ist teilweise so, dass er 3 Stunden lang am Stück im Badezimmer steht. Und was er da genau jetzt macht, weiß ich nicht. Ich habe von der Mutter mal gehört, dass er sich dann ständig die Hände wäscht oder dass er irgendwie Angst auch hat, dass irgendwo Bakterien noch sein könnten, dass er dann mehrmals sich hintereinander die Füße wäscht, bevor er Socken anzieht und all solche Dinge. Klingt schon ziemlich dramatisch und ziemlich heftig. Sehr heftig. Hat er, merkst du das denn auch so, wenn ihr gemeinsam etwas unternehmt, dass das alles schwierig ist, abgesehen von dem Zu-Spät-Kommen? Ja, das Zu-Spät-Kommen ist, wie gesagt, ein großes Problem. Aber ja, klar. Ja, aber wenn wir irgendwie mal, weiß ich nicht, auch mal früher haben wir uns auch noch mit anderen Freunden zusammen getroffen, geht jetzt gar nicht mehr so. Dann sind wir mal ins Stadion gegangen oder so, Fußballstadion oder irgendwie irgendwo hingefahren. Und da war es so, dass er das so ein bisschen mehr unter Kontrolle hatte, weil das war auch eine ungewohnte Umgebung, halt nicht das traute Haus, was er genau kennt. Und da hat er das ein bisschen mehr unter Kontrolle gekriegt, wobei das jetzt auch außerhalb von zu Hause immer mehr so rausbricht. Ich meine, das ist ja schon ein großer Vertrauensbeweis, dass er dir das so erzählt. Das erzählt man ja nicht gerne anderen Leuten. Ja, das ist ihm auch sehr unangenehm so. Und bist du denn so bist du denn für ihn der beste Freund? Ich bin mittlerweile eigentlich der einzige Mensch so in seinem Alter, den er überhaupt noch hat. Ach so, das heißt, er ist kein Umfeld um ihn herum, geschweige auch keine Freundin? Gar nicht. Gar nichts? Gar nichts. Und er ist wirklich sehr isoliert. Er hat zwar seine Eltern da und seine Familie, ist auch ein gutes Elternhaus eigentlich, aber... Aber die Eltern kriegen das ja mit, wie du gerade gesagt hast. Ja. Wie reagieren die denn darauf? Wie gehen die damit um? Ja, also die wissen sich auch nicht mehr wirklich so zu helfen. Die haben auch im alltäglichen Leben gibt's ja dann immer wieder Probleme, dass die dann irgendwie, wenn die Oma Geburtstag hat, dann wollten sie da mal zum Geburtstag hinfahren. Mhm. Dann mussten sie das ganze Mittagessen ausfallen lassen, weil der Sohn zu spät dahin kommen würde. Mhm. Wenn die mal in Urlaub fahren, dann sitzt er den halben Tag nur im Hotelzimmer rum und die können gar nichts mehr mit dem zusammen machen. Und
Geht ihr zusammen auch in die Schule? Nein, das ist nämlich auch noch ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, Schule. Und zwar war er erst auf einer Schule und wollte dann zur Oberstufe. Mhm. Qualifikation hat er dann nicht geschafft. Das lag aber auch dann schon mit an den Zwängen, weil er war eigentlich gar nicht so ein schlechter Schüler gewesen. Ah, ja. Und dann ist er auf so einen Kolleg gegangen. Ja. Und dort musste er dann aber jetzt dieses Jahr mitten im Schuljahr abbrechen, weil er wirklich jeden Tag zu spät gekommen ist und halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, also es ging gar nicht mehr. Also das ist ja gravierend, was du da sagst. Sehr heftig, ja. Mich wundert, dass die Eltern noch nicht eine Initiative ergriffen haben, dass dein Freund zu einem Psychologen, Psychiater geht. Kommt. Ja, das wurde auch schon gemacht und zwar Anfang dieses Jahres oder im Frühling, da kam er stationär in eine Psychiatrie, Jugendpsychiatrie, ja. Und da fanden dann auch über 3 Wochen hinweg und da fanden dann auch mehrere Gespräche mit einem Therapeuten statt. Ja. Und da habe ich dann aber hinterher mitbekommen, dass der Freund von mir sich nie so wirklich dem geöffnet hat. Verstehe. Dann bringt das natürlich gar nichts. Also ich finde, Gerrit, dass dein Freund in gute psychotherapeutische Behandlung muss. Genau. Aber ganz dringend. Weil wenn das in dem Alter schon sich so entwickelt hat, ist höchste Alarmstufe angesagt. Ja, und jetzt bin ich etwas gebremst, wenn er schon so eine negative Erfahrung mit Klinik und Psychiatrie gemacht hat. Was hältst du denn davon, wenn dein Freund, wenn ich dir anbiete, dass dein Freund mit meiner Psychologin vielleicht morgen oder übermorgen mal spricht? Also ich glaube, das wäre eher nicht so von Erfolg gekrönt, weil er sollte jetzt auch mehrmals schon zum Therapeuten hingehen, wieder nachträglich. Ja. Und er meinte aber, dass das sowieso von alleine wieder gut werden würde und dann hat er immer irgendwelche Ausreden gehabt, um da nicht hinzugehen. Und die Therapeuten, die haben ihm auch ganz klar gesagt, dass der Wille von ihm auskommt. Das ist genau der Punkt. Das muss von ihm auskommen. Das kannst du auch nicht erzwingen, das Ganze. Genau, und das ist Die Einsicht ist klar. Die Einsicht von außen, so wie du es jetzt geschildert hast, und du weißt ja noch viel mehr, ist klar, der Junge muss in eine Behandlung. Das sage ich ihm auch jedes Mal. Jetzt ist die Frage, wenn er sich da so sträubt gegen, wie macht man das am besten? Du hast es ihm wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt und er sagt nein. Mhm. Deswegen war so meine Idee, ich hatte es gerade schon so erahnt, dass das so ist, wenn er vielleicht einfach mal, das ist ja völlig unverbindlich, mal am Telefon hier mit meiner Psychologin zu sprechen, damit die ihm vielleicht auch mal so erklärt, wie es auch gut laufen kann in einer Therapie. Bei ihm ist es ja schlecht gelaufen, bei seiner Erfahrung. Um an ihn irgendwie ranzukommen. Wenn wir dir jetzt ein paar gute Adressen oder so etwas an die Hand geben, das nutzt ja gar nichts. Nee, stimmt schon. Das heißt, es müsste eine Möglichkeit gefunden werden, mit ihm persönlich ein paar ordentliche Worte zu reden. Ja, würde er denn mit mir reden? Nee, also ich kenne auch deine Sendung, ich habe ihm auch vom erzählt und so. Mhm. Aber er meinte auch, er will da absolut gar nicht sprechen und er blockt auch immer, wenn er irgendwie einen Termin beim Psychologen hat, er blockt da ganz hart ab und sagt, er will das nicht. Und pass auf, dann müssen wir Folgendes machen. Wir können keinen Druck ausüben. Nee, das ist ja das, und da stehe ich auch so machtlos. Du redest gleich mit meiner Psychologin. Ja, die gibt dir mal noch ein paar Ratschläge an die Hand und auch Adressen. Ja, das wäre lieb. Das legst du ihm einfach hin. Und dann sagst du ihm, pass mal auf, du bist mein Freund, mir liegt viel an dir. Ja, weil das kann ich für dich tun, ich habe das für dich rausgekriegt. Den Rest musst du selbst tun. Ja, weil wenn er irgendwie anbeißt, besteht dieses Angebot besteht, dass er hier mit uns telefonieren kann. Entweder mit mir hier in der Öffentlichkeit oder eben auch im Hintergrund mit der Psychologin, dann einfach mailen. Also kann er mailen, genau. Ne? Machen wir es mal so. Ja, weil Ich finde es sehr nett übrigens von dir, dass du dich da so drum kümmerst. Ja, weil ich denke auch manchmal, manche andere sagt auch zu mir, warum gibst du dich eigentlich noch mit dem ab? Mhm. Aber wenn ich so sehe, dass ich früher vor Jahren auch mit ihm befreundet war und da war er dann auch ganz anders gewesen. Und wenn ich so denke, was wir alles so miteinander gemacht haben. Mhm. Und vielleicht könntest du auch das, was wir dir gleich an die Hand geben, könntest du vielleicht auch nochmal mit seinen Eltern besprechen. Mhm. Ja. Je mehr Leute damit eingebunden werden, vielleicht desto besser. Ja, also da muss auf jeden Fall was geschehen. Ja. So, jetzt machen wir es folgendermaßen. Du kennst das ja, du legst bitte auf und wir rufen zurück. Das heißt, die Anja ruft dich zurück und dann könnt ihr Einzelheiten besprechen. Ja, gut. Lieber Gerrit, mach weiter so. Ich wünsche guten Erfolg. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. So, meine Lieben, in 30 Sekunden ungefähr kommt das WDR-Fernsehen und bis dahin machen wir eine ganz, ganz kleine Musikpause.
So, liebe Freunde, jetzt begrüße ich auch ganz herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Da gab es eine große Verspätung heute, wir bitten das zu entschuldigen, aber wir sind da und wir sind schon eine ganze Weile hier, haben im Radio und bei 1 Festival schon angefangen. Ich freue mich sehr, dass ihr nun auch da seid. Wir haben ja Mittwoch und da ist wie immer eine Freithemennacht und ich lade euch recht herzlich ein. Wenn ihr das wollt, dann ruft hier an und wir können uns unterhalten. Völlig egal über was. Unsere Telefonnummer lautet wie immer die kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Jasmina und Jasmina ist 18 Jahre alt. Jasmina. Ja, hi. Hallo Jasmina. Ja, also mein Thema ist, dass mein Freund wahrscheinlich nicht mehr länger als ein Jahr zu leben hat. Wie alt ist denn dein Freund? 21. Und was ist los mit deinem Freund? Ja, es ist so, er hatte Anfang März einen ziemlich schlimmen Autounfall. Er war halt befreundet und wollte halt nach Hause fahren und es war halt im Regnen und er war halt auf so einer Landstraße unterwegs. Und da kam ihm halt ein Auto entgegen, was halt in Schleudern gekommen war und er wollte halt ausweichen und ist dann halt volle Wucht gegen einen Baum gebrettert. Also er ist nicht zu schnell gefahren und er hat keinen Alkohol getrunken? Nein, also sowas macht er nicht. Ja, und dann kam er halt ins Krankenhaus, hatte mehrere Rippen gebrochen, Arm gebrochen, Bein gebrochen, Organe waren eingeklemmt. Ja, und bei der Operation war das dann so, dass dann halt mit der Sauerstoffzufuhr irgendwas war und dann ist er auch hinterher ins Koma gefallen. Das heißt, ist da was falsch gemacht worden bei der OP? Ist jetzt nicht mehr zu sagen, keine Ahnung. Ja, ja. Also ich weiß halt nur, dass er halt mit der Sauerstoffzufuhr irgendwas nicht in Ordnung war. Ja, ist halt dann ins Koma gefallen und ist dann am 22. Juli wieder aufgewacht. Und im März war der Unfall? Ja. Ja. Genau, und ja, und es war halt so, irgendwann Mitte August wollte ich ihn halt besuchen, ganz normal. Bin dann halt auf diesem Krankenhausflur, wollte halt gerade ins Zimmer, und dann kam halt ein Arzt entgegen, von dem ich halt auch wusste, dass er halt auch meinen Freund mitbehandelt, und hab den halt so gefragt, ja, wie geht's denn heute? Dann meinte er dann nur so zu mir, ja, der hat wahrscheinlich nicht mal länger als ein Jahr zu leben. Jetzt muss ich mal eben fragen, sonst habe ich das gleich vergessen. Er ist im Juli aufgewacht, wieder, weißt du. Warum bist du nicht direkt zu ihm gegangen? Ja, natürlich, bin ich ja auch. Bist also, du auch? Ach so. Ja, ach so. Nee, aber diese Ansage habe ich dann erst immer. Wie? Und dann sagt auf dem Flur einfach ein Arzt zu dir, die du gar nicht eine direkte Angehörige bist, der hat höchstens noch ein Jahr zu leben. Ja. Wie ging es denn deinem Freund, nachdem er aus dem Koma wieder erwacht ist? Ja, also er ist total schlecht. Also aber völlig ansprechbar, geistig? Ja, also geistig war er für mich ansprechbar. Also er hat mich auch erkannt, er hat auch die anderen von uns erkannt. Ja. Und Moment. Ja, und aber Sprechen. Hatte er denn Sprechen ist nicht gut? Nee, also Sprechen ging sehr schlecht, mittlerweile geht's wieder. Hatte er denn, du hast gerade die Verletzungen so teilweise beschrieben mit Brüchen und so, das ist zwar alles sehr schmerzhaft und unangenehm, aber daran stirbt man ja nicht. Hat er innere Verletzungen auch gehabt? Ja, die hatte er auch, aber es kommt halt noch hinzu, er hat von Geburt an einen Herzfehler. Ah ja. Und wo er aus dem Koma aufgewacht ist, war es halt auch so, es war halt alles ziemlich kompliziert. Ja. Wie ist denn heute die Situation? Wir haben jetzt bald Mitte Oktober, Anfang Oktober. Wie geht es ihm heute im Moment? So genau kann ich das nicht sagen, weil er versucht das halt natürlich immer irgendwie zu überspielen, weil er... Ist er denn noch im Krankenhaus? Ja. Ja. Und wird er wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen. Liegt er immer im Bett oder kann er auch aufstehen? Nee, er kann mittlerweile auch wieder aufstehen. Also ist auch schon mal so, dass wir mal so ein bisschen vor die Tür gehen zusammen oder so. Also... So, jetzt macht mich die ganze Sache doch sehr, sehr stutzig, muss ich ja sagen. Mhm. Wenn einfach ein Arzt dir das so auf dem Flur sagt, ja, kann ich schon nicht nachvollziehen. Wie ist es denn, hast du den Kontakt zu seinen Eltern? Nein. Haben wir beide nicht. Er hat seit seinem 16. Lebensjahr keinen Kontakt mit seinen Eltern. So. Sie waren starke Alkoholiker, sie haben ihn auch ziemlich schwer misshandelt. Wer ist denn die engste Bezugsperson neben dir? Niemand mehr. Niemand mehr. Seine Oma war es. Seine Oma hat ihn damals auch von seinen Eltern weggeholt. Aber sie ist vor 2 Jahren verstorben. Ja, ach so, das heißt, du bist wirklich dann die nächste Person. Ja. Und wusste der Arzt das, dass das so ist? Ja, es wurde damals, also wo seine Oma auch gestorben ist, also mein Freund, das ist ein ganz toller. Und er hat halt damals halt auch so eine
Patientenverfügung. Mhm. Wie das so sich dann halt aufgesetzt, dass ich dann halt diejenige bin, die halt. Achso, das hat er in seinen jungen Jahren mit 21 schon eine Patientenverfügung. Ja. Das ist ja auch erstaunlich. So, jetzt, warum hat dein Freund nur noch angeblich ein Jahr zu leben? Ja, es kommt halt noch dazu, dass er halt noch diesen Herzfehler hat. Mhm. Und damals, wie gesagt, wo er halt aufgewacht ist, hatte sein Herz halt auch ziemlich starke Probleme. Er hatte mehrere Aussetzer gehabt. Und Ja, ich weiß, nochmal gefragt, die anderen Verletzungen, die aus dem Unfall resultierten, die sind schon ganz gut wieder im Griff. Ja, die sind eigentlich schon ganz gut im Griff. Wohl mehrere Organe, ist wohl auch nicht so, ich glaube, die Niere funzt halt auch nicht mehr so richtig. Mhm. Also es sind doch mehrere Faktoren, die da zusammenlaufen. Jetzt hast du gerade gesagt, der wird auch nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommen. Ja. Warum? Wenn er schon aufstehen kann und wenn das einigermaßen verheilt alles ist, es liegt ja schon sehr viel lange jetzt zurück. Ja, schon, aber es ist halt so, er kriegt halt auch wegen dem Herzen und wegen den Nieren kriegt er halt auch sehr, sehr starke Medikamente. Mhm. Und es würde halt, die haben halt wohl Angst, dass dann halt irgendwie was passieren könnte, weil er dann halt allein zu Hause ist oder so. Hast du denn mit deinem Freund darüber gesprochen, was der Arzt zu dir gesagt hat? Ja, musste ich ja. Und was hat, wie hat er reagiert? Er ist halt so ein Mensch, so, obwohl es ihm schlecht geht, versucht er mich aufzubauen, weißt du? Hat er das denn verstanden, was der Arzt angeblich gemeint hat? Ja, ich denke. Aber so richtig versteht es niemand. Ich habe es noch nicht richtig verstanden. Du auch nicht, ne? Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe auch nicht wirklich zugehört, weil ich einfach so schockiert über die ganze Sache war. Ich kann das Zeug kennen. Ich bin auch schockiert darüber, nochmal über die Form, dass ein Arzt das einfach mal so auf dem Flur sagt, ja, dass er dann auch so eine Zahl von einem Jahr sagt und das gar nicht richtig erklärt. Ja. Gut, dein Freund hat einen Herzfehler gehabt, aber stirbt man deshalb in einem Jahr, wenn er jetzt relativ stabil ist? Das finde ich alles merkwürdig. Ich meine, so genau weiß ich das nicht. Wie gesagt, mein Freund, das ist echt halt so ein Mensch, der versucht mich halt nicht zu beunruhigen. Mhm. Aber dennoch, wie lange seid ihr zusammen schon? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Dennoch finde ich es ja eine ganz wichtige Situation, dass ihr beide und du auch richtig ordentlich informiert seid. Mhm. Und auch in dem Sinne, dass ihr das alles versteht. Deshalb habe ich jetzt sofort eine Idee. Ich finde, da muss nochmal richtig gesprochen werden mit den behandelnden Ärzten. Das müssen ja mehrere sein, wenn er so eine schwere Verletzung hinter sich hat. Hat dein Freund einen Hausarzt? Weißt du das? Ja. Jemanden, frag ihn doch mal einfach oder berate doch mal, ob es so einen Arzt im Umfeld gibt, einen Hausarzt zum Beispiel, zu dem er Vertrauen hat. Mhm. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich an deiner Stelle zu diesem Hausarzt gehen und ihn bitten, wenn das ein netter Mensch ist und ihm die Situation mal erklären, das ist ja doch alles sehr dramatisch, ja, dass der Arzt zusammen mit dir und deinem Freund ein Gespräch mit den behandelnden Klinikärzten führt. Damit da einer bei ist, ein erfahrener Mann, ein Mensch, der das auch richtig, richtig einordnen kann. Weil so hängt ihr beide ja völlig in der Luft und wisst gar nicht, was da los ist. Und das ist ja eine bedrückende Situation. Ja, ich meine, es gibt also schon, ich sehe es halt auch, wenn ich ihn dann schon mal besuche, gibt es halt schon mal wirklich so Momente, wo er dann doch irgendwie auf einmal so erstarrt und sich nur noch an die Brust fasst, halt, weil das Herz ist und so, also. Ich finde ja auch, dass du mit deinen 18 Jahren auch da völlig überfordert bist. Ja. Du stehst unter Schock, dass das Ganze passiert ist. Ja. Dann bist du die einzige Bezugsperson, da gibt es eine Patientenverfügung, die ist fokussiert auf dich. Also ich finde, da muss jemand an deine Seite, der was von Medizin versteht, zu dem ihr Vertrauen habt und der euch einfach wirklich erklärend an alles heranführt. Meinst du denn, da ist jemand zu finden? Ja, also den Hausarzt von meinem Freund, den kenne ich halt auch, da bin ich halt auch und es ist auch. Ach, da bist du auch? Ja, wir wohnen ja in der Selbststadt. Findest du den gut und nett? Ja, das ist, also mit dem kann man schon reden. Ja, das würde ich machen. Das würde ich dann wirklich machen. Das ist doch eine ideale Fügung, wenn es da sogar dein Arzt ist und der Arzt von deinem Freund. Ja, wir wohnen halt in so einem Dorf, da gibt es halt nicht so viele Ärzte. Bitte? Wir wohnen halt in so einem Dorf, da gibt es nicht so viele Ärzte von einem.
So, das ist jetzt meine spontane Idee. Ich finde, da muss auf jeden Fall was getan werden. Ja, nee, also, da habe ich halt auch schon mit dem Vater von einem besten Freund von mir drüber geredet, der ist halt Anwalt. Ja. Und also der meinte halt auch, dass da halt nochmal so ein Gespräch stattfinden muss, weil das ja auch nicht angehen kann. Definitiv, definitiv. Ja, ich meine, wie gesagt, anfangs, da habe ich mir dann nicht allzu große Gedanken drüber gemacht, wie gesagt, weil einfach der Schock, der saß einfach viel zu tief, da denkt man nicht mehr viel. Ja klar, verstehe ich. Völlig klar. Versucht es doch mal, Jasmina, und mail mir doch mal bitte, wie es ausgegangen ist. An meine Mailadresse einfach domian@wdr.de. Ja? Ich würde mal vorschlagen, jetzt hast du meine Meinung über meine spontane Idee, vielleicht hat meine Psychologin noch eine andere Idee. Je mehr Ideen zusammenkommen, desto besser und desto besser kann euch geholfen werden. Mhm. Da bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Freund. Ja, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen ist ja wieder Themennacht und morgen heißt unser Thema Jemand zwingt mich. Ich möchte gerne mit Personen sprechen, die ja unter dem Zwang eines anderen Menschen stehen. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr sagt, ich mache etwas, was ich eigentlich gar nicht machen will, aber diese Person zwingt mich dazu. Ich habe Angst, mich gegen diese Person aufzulehnen. Oder ich habe einfach keine Kraft mehr, mich gegen diese Person aufzulehnen und ich tue etwas, was eigentlich mir völlig widerstrebt. Unser Thema, jemand zwingt mich. Wenn ihr gerne zu dem Thema morgen mit mir sprechen wollt, dann mailt uns unter domian@wdr.de oder ruft um 0 Uhr an und um 1 Uhr sind wir dann halt auch hier. Weiter geht es mit der... Heute ist der Tag der seltsamen Namen mit Meirin? Das spreche ich jetzt so falsch aus, dass ich gar niemand angesprochen fühle. Wie war das? Meriem. Auch ein ungewöhnlicher Name. Ja, ein türkischer. Ein türkischer Name. Mhm. Meine Liebe, weswegen rufst du an? Ja, und zwar, ich bin verheiratet seit 8 Jahren. Ja. Habe im April mein zweites Kind zur Welt gebracht und habe dann Mitte August von meinem Mann zu hören bekommen, dass er eine andere hat. Seit wann schon? Seit Ende Juni diesen Jahres. Hat er gesagt, ich habe eine andere? Und also hat er gesagt? Ich habe es einfach irgendwie ein Gefühl gehabt. Ja. Es war so, dass er immer wieder öfter wegblieb, beziehungsweise seit letztem Jahr irgendwie, fing er an auszugehen, was er vorher nie getan hat und ja, das wurde dann aus 2 Stunden, wurden 3 Stunden, also es ging immer weiter, nicht nur einmal die Woche, danach wurde es, wie gesagt, es wurde immer öfter und die letzten Monate war es dann halt so, nach der Entbindung dann halt, dass es so wurde, dass er auch nachts nicht nach Hause kam. Mhm. Und hat er sich denn auf das Kind auch gefreut? Oder hielt es sich in Grenzen? Er hat sich gefreut, ich weiß es nicht. Also es war so, dass wir letztes Jahr im Urlaub waren und mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammen nochmal in der Türkei an einen anderen Ort gefahren sind, wo die beiden oder wo die drei sich dermaßen gestritten haben, dass für ihn irgendwie auch eine Welt zusammengebrochen ist, ja? Seine Familie ist ihm halt wichtig und ich habe halt auch da erfahren, dass ich schwanger bin und er hat halt gesagt, ja, er will das Kind. Aber es war keine Euphorie da? Nicht unbedingt, nee, kann ich nicht sagen, kann ich jetzt auch nicht unbedingt großartig nachvollziehen, weil ich selber eigentlich mich nicht unbedingt gefreut hatte. Nicht unbedingt? Ja, es war so, also ich habe eine ältere Tochter. Es war halt nicht geplant und ich hatte andere Pläne gehabt. Ja. Also die ältere Tochter ist jetzt in dem Alter gewesen, wo sie in den Kindergarten kam. Ich wollte wieder anfangen zu arbeiten und so. Verstehe. Aber das neue Kind ist... Das war jetzt nur so für den Moment irgendwie. Ich war irgendwie ganz anders. Lass uns auf den Mann zurückkommen. Du hast es irgendwie im Gespür gehabt. Hast du ihn angesprochen oder hat er es von sich aus gesagt? Ich habe es ihm öfter gesagt und er hat immer wieder Nein gesagt. Mhm. Und halt ist dann auch wütend geworden, wie er sagte, dass ich habe Kinder, er würde nie auf die Idee kommen und so. Aber letztendlich hat er es dann zugegeben? Als ich nämlich eines Tages nach Hause kam, sah ich, wie er wieder wegfuhr und ich hinterher,
dann sagte er, was ist los? Hat ich gesagt, ja, ich möchte gerne wissen, wo du jetzt hinfährst. Und daraufhin sagte er, ja, ich dachte, das interessiert dich nicht mehr, weil es war dann halt die letzte Woche so, wo wir uns kaum noch irgendwie richtig miteinander unterhalten konnten. Hat er es denn dann definitiv gesagt? An dem Abend ist er dann nach Hause gekommen. Er sagte nur zu mir, fahr nach Hause, dann reden wir heute Abend. Und da hat er es gesagt. Ich werde nicht vergessen, wie er reinkam, sagte so, was willst du jetzt wissen? Und ich sagte, gibt es eine andere und oder nicht? Dann sagte er ja. Und? Aha. So. Was jetzt, sagte er. Ja. Das ist genau die Frage. Wohnt er noch bei dir, mit dir zusammen? Nein. Er ist schon weg. Mit dieser Frau zusammen. Er wohnt schon mit der Frau zusammen. Ja. Das ging aber dann sehr schnell. Das heißt, er hat dich mit den beiden Kindern, mit dem ganz Kleinen, das gerade frisch auf die Welt gekommen ist, hat dich alleine sitzen gelassen. Ja, und zwar. Ist das eine viel jüngere Frau als du? Kennst? Sie ist älter als er. Also, wie alt auch verheiratet. Wie alt ist dein Mann? 30, ja. Die Frau kennst du die oder persönlich? Ich habe sie einmal mir gegenüber sitzen gehabt, ja. Mhm. Weil ich natürlich Nachforschungen anstellen musste. Ich konnte nicht ruhig sitzen bleiben. Mhm. Aber es gibt keine engen... Nein, überhaupt nicht. Ich habe halt erfahren, dass unsere engsten Freunde das wussten. Na super, und du nicht? Nee, und mich halt hintergangen haben, was mir heute persönlich immer noch sehr nahe geht. Wie nahe geht dir denn überhaupt die ganze Geschichte? Hast du deinen Mann noch geliebt? Ja klar, ich liebe den ja immer noch. Du liebst den immer noch. Denke ich jedenfalls. Ich bin mittlerweile in so einer Situation, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich fühlen soll. Weil wie oft seht ihr euch im Moment? Gar nicht. Doch, das will ich ja jetzt noch sagen. Also nachdem er mir das gesagt hat, gab es mehrere Tage eine Diskussion, beziehungsweise ich habe ihm gesagt, entweder du beendest das sofort oder du gehst. Mhm. Weil es war halt, ist das zweite Mal. Mhm. Ach, das zweite Mal schon? Ja. Das gab also schon mal sowas mit ihm? Ja. Mhm. Und da hat er die andere verlassen und ist zu dir sofort gegangen? Sofort, ja. Ja. Diesmal allerdings war es dann nicht so. Diesmal hat er gesagt, ich habe dich zum zweiten Mal betrogen. Er wüsste nicht, wie sollte ich mir das vorstellen, überhaupt noch weiter leben zu können mit ihm, weil er mir das zweite Mal das angetan hätte. Und wenn er zurückkommen würde, würde er ein Schatten seiner selbst sein. Er wäre in einer tiefen Depression. Er wüsste nicht, was er machen würde gerade und fühle sich halt so leer. Und oh ja, wir haben alle Mitleid. Ne? Wir haben alle Mitleid. Und er wird sicher nicht aus Rücksicht auf dich verlassen haben. Offensichtlich ist er auf die andere schärfer. Ja. Ne? Wahrscheinlich ist das so. Wie ist es denn jetzt? Kommt er ab und zu vorbei und kümmert sich um die Kinder? Er hat sich dann dafür entschieden zu gehen, ne? Mhm. Und hat dann gesagt, er kommt auf jeden Fall jeden Tag vorbei wegen der Kinder. Und ich habe gesagt, ich will das nicht. Nachdem er dann ausgezogen ist, beziehungsweise zu ihr gegangen ist, hat er an dem Tag gesagt, er möchte sich nicht verabschieden, weil er dann das Gefühl hätte, es wäre dann komplett aus. Also Reederei hin und her. Ja, für ihn sei die Ehe nicht beendet. Und 3 Tage später hatten wir dann auch noch unseren 8. Hochzeitstag. Also für ihn ist die Ehe definitiv angeblich nicht beendet, aber er ist ausgezogen und wohnt jetzt bei einer anderen Frau. Ja, so. Diese Frau ist ja auch verheiratet und hat auch noch eine 14-jährige Tochter. Ja. Wie wird es jetzt weitergehen? Das ist die Frage. Es ist so, dass er wohl angeblich schon, also nachdem dann halt die Freunde erfahren haben, dass ich es auch weiß, kam dann natürlich Telefonat. Zuerst haben sie so getan, als wenn sie nichts wüssten und fragten dann, wie es mir gehen würde, woraufhin ich denen natürlich ins Gesicht geschleudert habe, das wüssten sie ja wohl besser als ich. Okay, die Freunde sind jetzt erstmal nicht wichtig. Wichtig bist du. Mhm. Wichtig ist, finde ich, dein Gefühl und was mit dir in deinem Herzen im Moment los ist, was da vorgeht. Wie sehr bist du verletzt? Sehr. Sehr. Ist die Verletzung so stark, dass die Liebe Risse bekommen hat? Ich weiß nicht, ob es die Liebe ist oder das Vertrauen. Das ist es. Mhm. Das heißt... Da ist schon noch viel Gefühl im Spiel. Ja, klar, weil es ist ja so, dass... Und wenn er zurückkäme, würdest du sagen, okay, ich könnte dir noch mal eine Chance geben? Das weiß ich auch nicht, weil ich weiß, dass er nicht dazu bereit ist. Lass mich noch sagen, das ist jetzt die nächste ganz, ganz große Frage. Was ist mit ihm los? Er hat sich jetzt auch blumig da verabschiedet und das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, was er da erzählt hat. Nein. Wichtig wäre, dass er
die Karten auf den Tisch legt, was er wirklich will. Er hält sich ja ein bisschen das Eisen noch im Feuer mit dir und mit der Familie, ein bisschen. Er sagt ja nicht klar, was los ist. Wenn er sagen würde, die Liebe ist ausgebrannt, ich muss woanders hin, dann wüsstest du, woran du wärst. Dann wäre es schlimm, aber du wüsstest, was los ist. Das heißt, er ist blumig davongezogen und du stehst auch da und weißt auch nicht so recht, was mit dir innerlich los ist. Ja, er behauptet ja angeblich, er würde mich ja immer noch lieben und er wüsste, was er an mir hätte und ja, so. Ja, schlimm genug, wenn das jemand sagt, der dann weggeht. Das finde ich immer absolut ätzend. Dann, wenn er dich immer noch liebt, dann soll er bei dir bleiben. So. Oder er muss klar sagen, da ist noch eine Liebe, aber die reicht nicht mehr aus und wir müssen uns trennen. Aber das ist ja nun, so quält er sich ja noch weiter, was er jetzt im Moment macht. Mhm. Ich fände wichtig für dich, dass wenn du ihn dazu bekämst, eine klare Aussage zu treffen, zu machen, mit der du etwas anfangen kannst. Auch wenn es eine schlimme Aussage ist für dich, aber dann weißt du, woran du bist. Ich habe es ihm ja auch gesagt. Ich habe gesagt, sag mir einfach nur die Wahrheit, egal wie schlimm sie ist. Genau. Habe ich gesagt, dann weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Genau, genau. Also mittlerweile ist es so, er hat ja nach kurzer Zeit schon wieder gesagt, er möchte nach Hause, nur nicht mir, sondern seinem Freund. Mhm. Aber ich würde ihn halt überhaupt nicht mehr beachten. Ich würde nicht mit ihm reden. Und selbst wenn er mich anrufen würde und fragen würde, wie es mir geht, würde ich halt nur kurz und knapp ihm einen Spruch reinwürgen. Wie bist du drauf? Wie bist du drauf und wie ist er drauf? Würdest du akzeptieren und würde er akzeptieren, wenn eine dritte Person dazu käme? Ja, es will ja am Montag jemand hier hinkommen. Ah, der Bekannter, der, also wir sind selbstständig, als Boten- und Kurierfahrer. Mhm. Und da ich ja im Moment nicht arbeiten kann, fährt er für mich. Mhm. Und der Mann, der das Lager dort verwaltet, der ja, ist hat auch wurscht. Vor ein paar Tagen kennengelernt und gesagt, ich sehe in deinem Gesicht dein Leid, in deinem ganzen Auftreten, aber sagt er, ich sehe auch, dass du diesen Mann noch liebst. Mhm. Okay, also ich fände das nämlich auch gut. Ich fände gut, wenn ein Dritter vermitteln würde. Wenn das jetzt da dieser Bekannte oder Freund von euch ist, finde ich das auch okay. Wenn das nicht funktionieren sollte, würde ich euch empfehlen, dass ihr zu einer Eheberatungsstelle geht. Ja, ich bin nun mal der Mensch, der steht ja voll und ganz dahinter. Ich bin dann auch zu meinem Psychotherapeuten gegangen, der mich ja damals, wie dieser erste Betrug stattgefunden hat. Mhm. Weil damals brach auch eine Welt für mich zusammen. Ich bin nach einem halben Jahr irgendwann in den Selbstmord geflüchtet. Mhm. Und habe danach anderthalb Jahre lang Psychotherapie gemacht. Also ich merke schon, dass du offen bist für solche Sachen. Ja, deshalb würde ich, deshalb eher überhaupt nicht. Nein, okay, dennoch würde ich dir gerne jetzt mal eine Adresse an die Hand geben. Hm. Wenn das mit eurem Bekannten nicht klappt, da hast du eine Möglichkeit, wohin du dich zumindest auch alleine wenden kannst. Wenn er es schon nicht mitmacht, kannst du es alleine machen. Ja. So verbleiben wir jetzt mal. Dann legst du bitte auf und du wirst von uns, von meiner Psychologin, von der Anja zurückgerufen. Ja, und mit der kann ich mich dann auch noch kurz unterhalten. Du kannst dich unterhalten, das ist gar kein Problem. Okay, gut. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle auch nochmal den Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Jemand zwingt mich. Ich möchte gerne mit euch, mit den Leuten unter euch reden, die in einer Situation leben, dass ihr fremdbestimmt seid, dass jemand anderes euch seinen Willen aufdrückt, dass ihr Dinge tut, die ihr eigentlich gar nicht tun wollt. Vielleicht sogar Dinge, die sehr gegen euer Gewissen sind, aber ihr seid irgendwie zu schwach oder der andere bedroht euch, ihr habt Angst vielleicht vor der Person. Jemand zwingt mich. Das ist unser Thema morgen und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50. Hier ist Hartmut. Hartmut ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Hartmut. Hallo, Hartmut. Hallo, hallo. Jo, hallo, Tom. Jo, da ist er. Jo. Ja, mein Problem ist meine Zähne. Deine Zähne? Richtig. Warum? Was ist da los? Schlecht. Ja. Und kaputt. Ja. Ja, ich war lange nicht beim Zahnarzt. Wie lange nicht? Ja, so 10, 15 Jahre bestimmt. Ich will es gar nicht hören. Ist es wirklich wahr, 15 Jahre nicht beim Zahnarzt? Ja, leider. Richtig. Das ist unfassbar. Ist auch, richtig. Katastrophe. Warum? Warum gehst du nicht zum Zahnarzt? Ja. Ich will Angst? Jetzt, ich will zum Zahnarzt jetzt und die müssen alle raus. Ja. Ja, ich war damals als Kind beim Zahnarzt und da wurde mir ein Zahn gezogen ohne Narkose, ich meine ohne Spritze. Obwohl ich hatte eine bekommen gehabt, aber die hat nicht gewirkt, die Spritze. Ja. Und da hat er mir den Zahn so gezogen, ne? Und
Es waren höllische Schmerzen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich tierische Angst vor dem Zahnarzt. Ach so, ja, da war ich noch nie wieder da gewesen oder nicht drum gekümmert. Da hat ja einmal ein Zahnarzt ganz wehgetan und da hattest du immer Angst vor Zahnärzten. Entschuldigung, richtig. Hast du denn offensichtlich deine Zähne dann aber auch nicht gepflegt, wenn du schon nicht beim Zahnarzt warst? Ja, nicht so wirklich, stimmt. Wie oft hast du dir zum Beispiel die Zähne geputzt? Ja, da reden wir nicht so was, vielleicht. Wie? Ja, eine Woche, ein, zweimal, wenn überhaupt. Ein, zweimal. Also ganz selten, ja. Nee, und ich bin so auf dem Punkt, wa? Ich möchte meine Zähne machen lassen. Hm. Ich war schon beim Zahnarzt und... Ach, du warst ja schon beim Zahnarzt? Richtig, der hat die geröntgt. Ah, der kriegt ja wahrscheinlich einen Schlag, als er bei dir in den Mund geguckt hat, was? Hat er, im wahrsten des Wortes, richtig. Und er meint auch gleich alle raus, ne, und... Also der gesamte Mund ist verfault, kaputt. Kann man so sagen. Sieht auch ziemlich schlecht aus, wenn du lachst. Katastrophe, genau. Ja, das heißt, du verkneifst hier wahrscheinlich, wenn du in der Öffentlichkeit bist, irgendwie das Lachen. Richtig. Damit man die Zähne nicht sieht. Ja, genau. Und ich tue nicht wirklich reden, weil, wie gesagt, ne, sieht nicht gut aus und. Ja. Was machst du, zwischendurch gefragt, was machst du vom Beruf? Ja, momentan gar nichts. Also ich habe Metaller gelernt. Ja. Metallbearbeiter und bin arbeitslos. Ja. Entschuldigung. Ja, und wie gesagt, also, ich war jetzt beim Zahnarzt, ne? Ja. Und auch beim Kieferorthopäden. Ja. Ja, und ich habe auch einen Termin jetzt für morgen gehabt, aber ich wurde krank. Ja. Eine Durchfall gehabt und Magen-Darm-Grippe. Hast du im Moment? Richtig. Das heißt, du kannst da morgen nicht hingehen? Nee, leider nicht. Ist das auch wirklich wahr oder ist das jetzt eine Ausrede? Ja, ist auch eine Ausrede, kann man sagen. Stimmt, die Angst überwiegt wieder. Mhm. Nee, weil das ist von wegen... Ich wurde nicht so richtig aufgeklärt. Die haben nur gesagt, also die Zähne müssen gezogen werden, ne? Ja. Und ich werde narkotisiert. Genau, du wirst eine Vollnarkose wirst du kriegen. Richtig, und intubiert und wird angeschlossen im EKG. Ja. Ist auch alles schön und gut. Ja. Ja, und dann sollte ich noch von der Apotheke so ein Medikament besorgen für 25 Euro, ne? Ja. Aber ich habe den Namen nicht bekommen von dem Medikament. Was, du hast den Namen nicht bekommen? Nee, hat er mir nicht gesagt, leider. Wie, der sagt, besorgen Sie sich ein Medikament und der sagt nicht, was für ein Medikament? Nee, richtig. Ach, genau. Das hast du dann irgendwie nicht. Das ist doch auch eine Ausrede. Kein Arzt sagt, besorgen Sie sich das Medikament, ohne zu sagen, was für ein Medikament. Gibt's doch gar nicht. Doch, hat er. Ja, dann ruft man mal an und sagt, was soll ich denn für ein Medikament besorgen? Das sind doch alles Ausreden, Hartmut. Ja, mehr oder weniger, ist richtig. Mann. Ja, aber ich bin auf dem besten Weg, ich will's machen lassen, davon ab. Und das noch dieses Jahr. Wie lebst du denn eigentlich so? Du bist 37 Jahre alt, hast du eine Frau, eine Freundin? Nein, nix. Gar nichts. Ja. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja, aber ist lange her. Ist, glaube ich, verdammt lange her, ne? Denn welche Frau will dich küssen? Richtig. Die kriegt Plack, wenn die dich küsst. Ja. Dumme, hast du recht, genau. Ja? Nee, und wie gesagt, und ich brauche irgendwie professionelle Hilfe. Wa? Ich meine, mir wurde gesagt, was gemacht werden muss, ne? Ja. Und von wegen, ne, Zähne raus, alles und... Ja. Ja, und dann geht's mir eine Woche schlecht, wa? Ich laufe ne, ohne Zähne rum und dann kriege ich nach 2 Wochen ein Provisorium. Genau. Und dann siehst du aus wie ein junger Gott hinterher. Dann kriegst du neue Zähne. So, morgen wäre der Termin. Ja. Und den hast du jetzt heute abgesagt, oder wie? Gestern. Gestern hast du ihn abgesagt? Leider, genau. Ohne einen wiederum neuen zu machen? Ja, was will ich noch machen, wa? Bitte? Tue ich auch. Ich meine, will ich noch machen und mache ich auch. Aber wie gesagt, die panische Angst und vielleicht brauche ich auch psychologische Hilfe. Wäre vielleicht am besten, aber... Vielleicht, aber vielleicht kann man es ja auch erstmal so versuchen. Man muss ja nicht immer wegen allem zum Psychologen laufen. Ja, stimmt, so gesehen. Ich finde, dass man viel auch selbst schaffen kann, wenn man will, wenn man eine Disziplin hat, wenn man einen Zwang über sich selbst ausübt. Ja, recht hast du, ne? So, und diese Sache mit dem Mund versaut ja dir eigentlich dein ganzes Leben, kann ich mir vorstellen. Hundertprozentig. Ne? Ja. Du hast Angst rauszugehen, du hast Angst vor Menschen, du kannst nicht auf Frauen zugehen. Nix. Du wirst älter und älter und älter, dein Mund stinkt und stinkt und stinkt. Wir müssen es so klar ausdrücken. Ja, ist so, richtig. So. Und du hast jetzt die große Chance, dass man dir nach diesem Eingriff ein komplett neues Gebiss bastelt. Ja. Und du kannst strahlend lachen. Genau. Du hast keinen Mundgeruch mehr und du hättest ein großes Problem, was du jetzt seit Jahren mit dir rumträgst, hättest du vom Tisch. Das ist doch so verlockend. Ja, und du hast nicht mehr die Schmerzen zu ertragen. Du liegst in Vollnarkose und lässt alles über dich ergehen. Ja, so gesehen, klar.
mir wurde auch alles erklärt, war, und ich war auch schon damals, ne, in Braunschweig bei der Zahnklinik. Mhm. Ja, aber wie gesagt, da war auch noch von wegen, ich war da und da wurde mein Zähne untersucht, nur mit hier, wie heißt das, Backeis oder, na, zumindest haben sie, ne, mit Eis getestet, wo es weh tut, ne, und hast du gesehen. Ja, und dann war der in der Wartezeit von 3 Wochen und. Mhm. Bist ja nicht gegangen. Wann war das? Wie viele Jahre liegt das zurück? Muss ich lügen. 89, 90. Ach, so lange schon. Ja, leider. Und dann leider. Gar nichts mehr all die Jahre und jetzt war der neue Anlauf wieder. Was hat dich denn bewogen, jetzt nochmal einen Anlauf zu machen? Ja, Zahnschmerzen. Die musst du doch eigentlich permanent haben, die Zahnschmerzen, wenn das verfault. Ja, normal schon, aber habe ich nicht, wa? Ich habe nur einmal und... Ne? Das ganz ist ja selten. Verrückt. Ich habe ja schon einige Male mit Leuten gesprochen, deren Zähne komplett verfaulen. Die haben auch kaum Zahnschmerzen, was mich immer wundert. Ist eigenartig. Ist ein Phänomen, so gesehen. Stimmt schon. So, aber nun sieh doch mal, das Ganze ist schon eine Katastrophe irgendwo. Aber sieh mal auch was Positives. Das Positive war, dass du es jetzt geschafft hast, dahin zu gehen und diesen erneuten Anlauf nach so vielen Jahren zu nehmen. Auf jeden Fall. Das finde ich schon mal ein Erfolg. Das muss man bei aller Kritik auch sagen. Du hast dich beraten lassen, das wurde alles schon mal gemacht. Jetzt machst du wieder einen Rückzieher. Okay, sowas passiert, wenn man in Angstsituationen ist. Da macht man manchmal zwei Schritte vor und 3 zurück. Aber du hast die schon mal vorgemacht. So, jetzt musst du doch dem Teufel zugehen, wenn du es jetzt nicht nochmal versuchst. Die kennen das doch, wo du da den Termin jetzt abgesagt hast, die kennen das doch. Die werden Kandidaten deiner Art sicher schon kennen. Das heißt, du wirst einen neuen Termin kriegen. Ja. Haben die dir den nicht gleich angeboten, als du gesagt hast, ich kann nicht wegen Durchfall? Nee, haben sie gesagt, wenn ich wieder gesund bin, soll ich anrufen und Bescheid sagen, dann so. Ich einen neuen Termin. So, jetzt wäre die nächste Hürde, die du nehmen solltest, du rufst, sagen wir am Freitag, oder wir sagen am Montag, sagen wir Montag rufst du an und lässt dir einen neuen Termin geben. So, dann wird das natürlich wieder eine Weile dauern, vermutlich. Und dann wirst du innerlich so an dir arbeiten, dass du wirklich jeden Tag trainierst, ich werde es schaffen, ich werde hingehen, ich werde es schaffen. Ich habe hinterher ein tolles Gesicht, ich habe ein tolles Lächeln, ich kann in die Disco gehen, kann mit Frauen reden, in der Kneipe und auf der Straße mich mit Menschen unterhalten. Das ist doch so ein toller Erfolg. Wie lange hast du keine Frau gehabt? Ja, so 10, 12 Jahre. So, das ist ja ein Unding, Hartmut. Ist auch. Für einen Kerl in deinem Alter. Und es liegt hauptsächlich an den Zähnen. Auf jeden Fall richtig. So. Und ich meine, ich habe es auch meinem Kumpel erzählt. Mhm. Und der hat auch gesagt, also hat sich auch für mich gefreut, ne, dass ich mir die Scheißdinger machen lasse. Und dann sagt er auch, dann kannst du wieder lächeln und bist viel selbstbewusster, ne? Ja, klar. Stimmt, wo er recht hat. Ja, und wie? Ja, ist so, richtig. Ja. Aber andererseits, wie gesagt, diese scheiß blöde Angst, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt. Ja, ist klar. Ne, die überwiegt irgendwo. So, ich habe dir jetzt meinen Vorschlag gesagt. Ja. Montag anrufen, neuen Termin machen, an dir arbeiten, in dem Sinne, dass du es dir immer wieder einhämmerst, ich schaffe das und dass du das Ziel dir vor Augen führst, wohin du willst, wie schön das sein wird, wenn du es geschafft hast. Auf jeden Fall. Dennoch will ich dir auch noch vielleicht noch einen psychologischen Tipp an die Seite geben von meiner Psychologin. Obwohl ich das super fände, wenn du es alleine schaffen würdest. Weil das ist ein super Erfolgserlebnis, wenn du es alleine geschafft hast. Richtig. Ne? Man muss nicht, wie gesagt, immer gleich Händchen halten irgendwo, Händchen festhalten. So, jetzt legst du auf, wir rufen dich nochmal an und ich drücke die Daumen, würde gerne mit dir sprechen. Nochmal, wenn du es hinter dir hast. Das kriegen wir hin. Das wäre super, dann werde ich auch hören, dass du Zähne hast, weil jetzt höre ich, dass da mit dem Mund irgendwas nicht stimmt. Das klingt so ein bisschen verschwommen. Ja, richtig, ne? Mein Lieber, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay. Schön, toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Mario ist hier. Mario ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo Mario. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, und was geht's denn bei dir, Mario? Also, und zwar geht's bei mir um die Sache, dass ich seit 4 oder 5 Jahren weiß, dass ich schwul bin. Ja. Und dass ich in dem Zeitraum immer wieder Freundinnen hatte, aber ich mich halt verstecken wollte, während der Angst, wenn ich mich oute, dass ich meine Freunde verliere, dass meine Familie nicht mehr zu mir steht. Ja. Wer weiß es denn überhaupt? Niemand? Also momentan ich und mein Freund. Ach, du hast einen Freund? Ja. Du hast einen Freund und auch eine Freundin noch? Also mit der Freundin habe ich vor 4 Monaten Schluss gemacht und mit der war ich 2 Jahre zusammen. Ja.
dementsprechend war auch von meiner Familie die Frage, oho, warum das denn, ziemlich groß. Ja. Weil wir waren schon, sie war schon mit in der Familie drin eigentlich, wir haben ja viel gemacht. Ja. Ja, und da habe ich gesagt halt, dass die Liebe nicht mehr so das Richtige war, wobei mir die Ausrede nicht richtig abgenommen wurde. Das heißt, du meinst, die wittern schon irgendwas? Ja, ich glaube nicht, dass... Also meine Freundin, die musste aufschlucken, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich dann einfach so Schluss mache, mit der Begründung, dass ich sie nicht mehr liebe. Mhm. Genau, wie war es bei meinen Eltern auch, dass die dann halt fragten... Also die sind irritiert, aber die haben keine Vermutung, ja, woher es also wirklich kommt. Bei mir ist es so, ich weiß ja nicht, also ich möchte hier niemanden diskriminieren, also bei mir sieht man es halt nicht an, dass ich schwul sein könnte. Ja. Weil ich habe auch Fußball gespielt jahrelang und hatte auch nie so den Eindruck geweckt, als ob ich schwul wäre. Das meinst du, wie viele schwule Fußballer es gibt? Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Ja, okay. Aber du hast heimlich einen Freund. Ja. Und das ist eine ganz heimliche Beziehung. Ja. Das heißt, nur ihr wisst das. Ist er schon, lebt er offen schwul oder ist es bei ihm auch ganz geheim? Also bei ihm weiß es zumindest die Mutter. Ja. Ja, und der Rest, den entscheidet man ja selber, ob man sich dann halt auch anderen so anvertraut. Man muss sich ja nicht jeden auf der Nase binden, ja. Aber bei ihm wissen sie schon die Eltern, ja. Ja. Du lebst noch bei deinen Eltern zu Hause? Ja, genau, da sitze ich gerade. Ja, und bist du Schüler noch oder was machst du? Nee, ich bin jetzt Soldat zurzeit. Soldat, ja. Ja. Freundeskreis, großer Freundeskreis? Ja, also so nach 19 Jahren, da kommt schon was zusammen. Also der ist ziemlich groß und man macht ja auch viel dann in dem Alter. Also Mario, da ist der, ich finde, der Weg völlig klar und zwangsläufig, den du gehen musst. Ja, den du gehen musst. Den auch gehen. Kann ich dich eigentlich nur ermutigen, das so schnell wie möglich zu machen. Du musst nicht mit wehenden Fahnen durch die Welt laufen, nee, ich bin schwul. Nee, das wäre... Das ist albern. Auch. Die Zeiten sind auch vorbei. Ja. Aber... ich finde, zum Beispiel deinen Eltern solltest du es sagen. Das sind die nächsten Leute erstmal so in deinem direkten Umfeld. Da wohnst du ja. Ja. Das ist dann ein Kampf unter Umständen. Ich weiß nicht, wie deine Eltern drauf sind. Vielleicht sagen die auch, okay, ist nicht unser Ding, aber mach, was du willst. Oder wie sind die drauf? Ich glaube eigentlich, die sind super gut drauf. Also die sind halt super gut drauf. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dann vielleicht nicht sagen würden, nein, jetzt bist du nicht mehr unser Sohn. So, aber ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, die sind erzkonservativ und die schmeißen mich raus und nee, die... So, dann hast du ja schon mal eine relativ kleine Hürde zu nehmen. Nur die Sache ist bei mir zum Beispiel auch die Sache mit meinem Vater. Mhm. Ja, also nur mal ganz kurz grob anzuschneiden, er war bei Fußballturnieren dabei, er weiß, dass ich jetzt Soldat bin, er hatte immer so gute sportliche Leistungen immer gezeigt oder ich gegenüber von ihm. Mhm. Er hat sich immer gefreut, wenn ich eine Freundin mit nach Hause gebracht habe und ihm zu sagen, Mensch Papa. Du musst ja Papa sich jetzt daran gewöhnen, dass du einen Freund nach Hause bringst. Ja. Ja, so ist es. Ja. Und weißt du, was die Freunde, den Freundeskreis anbelangt? Ja. Die Freunde, die sich von dir abkehren, weil du schwul bist, die kannst du eh in der Pfeife rauchen. Ja. Da wird sich zeigen, was wirklich deine guten Freunde sind. Die werden nämlich sagen, ist uns scheißegal, der Mario ist unser Kumpel, unser guter Freund und der ist auch unser Freund, egal mit wem er ins Bett geht. Ich habe mir das auch schon so überlegt, weil ich würde zu den Freunden hingehen und zum Beispiel sagen, nur weil ich jetzt schwul bin, ändert sich ja nichts an der Tatsache daran, dass ich mit euch nie wieder Fußball spielen könnte. Oder? Genau. Dass man nie wieder... Wie hat Herr Wowereit das gesagt? Ich bin schwul und das ist gut so. Ja. Ja, das ist doch ein wunderbarer Spruch. Das ist ein wunderbarer Spruch, ja. Ja. Also ich meine, ich weiß es auch nicht, für mich ist es ja alles ein bisschen neu jetzt, die ganze Welt. Klar, klar. Und da ist es ja auch ein bisschen schwer, so Informationen zu sammeln oder sich mit Leuten hinzusetzen, gerade in meiner Stadt hier, da wohnen zwei Seelen drin, ne? Mhm. Mich da mit irgendjemandem hinzusetzen, der da vielleicht gleichgesinnt ist oder der da irgendwie weiß, wo man sich da im Internet oder irgendwo anders... Ja, im Internet kriegst du natürlich schon viele, viele Anlaufadressen. Können wir dir vielleicht gleich noch ein bisschen helfen? Ja. Aber du hast ja immerhin deinen Freund und du musst ja auch keine große Sache rausmachen. Ja. Ist es einfach, dass du deinen Eltern, vielleicht ist das einfach mal ein Anfang. Hast du Geschwister auch? Ein Bruder. Wie alt ist der? Der ist jetzt... der wird 22. Ja, gut. Dass der ist 22 geworden, gell? Dass du deiner Familie einfach sagst, so und so ist es. Jetzt muss ich Schluss mal über die Sendung vorbei. Sie rufen dich immer an und versuchen dir dann die eine oder andere Internetadresse zu geben. Jo, das wäre nett. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik war Gudrun Nausen und morgen heißt unser Thema Jemand zwingt mich. Um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, ich wünsche euch.